Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Enara, ich grüße dich, das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Häuser, was ich eher als Lebensbereiche bezeichne. In dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen. Das ist dein Lagna oder Aszendent. Ich setze hier im ersten Lebensbereich die Tierkreiszeichen Schütze. Und das bedeutet, das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat hier im Erdenleben und begleitet dich bis zu dein Lebensende. Man könnte sagen, du bist ein Kind davon. Und das verleiht dir eine Art wie ein Kostüm, beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, beeinflusst deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Die Schütze gehört zum Feuerelement und das ist aktiv, da setzt etwas in Bewegung, hast du auch diese Begeisterung und Kraft und Mut, das passt alles zum Feuerenergie. Die Schütze ist optimistisch. Du hast diese optimistische Haltung. Aber manchmal das Gefühl, das muss noch etwas Besseres da sein. Die Schütze orientiert sich immer neu. Wenn du aber eins verstehst, was die Schütze auch zeigt, dann hast du die Orientierung im Leben. Die Schütze zeigt nämlich mit diesem Pfeil in das Zentrum unserer Milchstraße. Das ist astronomisch und spirituell bedeutet das, da sind unsere Wünsche. All das, was dich begeistert. Und wenn du dieser Richtung folgst, dann hast du schon Orientierung in dein Leben. Schütze ist beweglich und du liebst es auch, diese Bewegung, auch Sport. Bewegung. Schütze steht auch in Verbindung zum Weite. Und das kann Ausland bedeuten oder eine große Reise nach innen. Und das hat mit Spiritualität, auch mit religiösen Themen was zu tun. Die zweiten Lebensbereiche sind die Werte. Wertschätzung, auch Selbstwertgefühl, auch Besitz. Alles in Besitz nehmen, was uns wertvoll ist. Und das ist nicht immer die materielle Dinge. Das kann auch was Geistiges, geistige Reichtum auch bedeuten. Aber bedeutet die zweite Lebensbereich auch die Finanzen. Und energetisch hängt das auch zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, dann kann ich dazu sagen, dann hat das auch nicht verdient. Und mit dieser Einstellung, und wenn jemand das auch noch sagt, also betont das, hat immer weniger Geld. Stattdessen sollen wir umdenken und sagen, ich bin es wert, ich habe das doch verdient, ich habe das im Besitz. Dann verbessert sich die Energie, verbessert sich auch die Finanzen. Hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement und das hat was mit Materie, was zu tun. Also für dich ist das sehr wichtig,
Finanzen und diese materiellen Dingen. Aber die Tierkreiszeichen Steinbock ist streng, grenzt auch ein in ersten Lebenshälfte, in Kindheit und in jungen Jahren. Und du hast das auch so erlebt, da waren Eingrenzungen da. Du hast nicht immer das bekommen, was du gewünscht hast. Da war auch eine gewisse Strenge dabei oder Sparsamkeit. In dem zweiten Lebensbereich wirkt Steinbock ganz anderes. Sorgt dafür, dass Sicherheitsstabilität da ist. Im dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit und Jugend. Wie hast du das erlebt? Die Schule, hat das dir Spaß gemacht? Hast du das schnell verstanden, was sie meinen? Oder war das auch schwierig? Hast du dich durchgesetzt gegen deine Geschwister oder anderen Kinder? Weil diese Erinnerungen bleiben und es zieht sich wie roter Faden in unserem Leben. Wenn du dich damals nicht behaupten könntest, dann kommt das später im Berufsleben. Dann kommen die Konkurrenten. Irgendwann lernen wir das auch. Und das ist die Schule des Lebens. Aber nicht nur das, sondern auch Austausch von Informationen, auch Medien und die Verbindung zum Verwandten, Nachbarn, Bekannten. Hier hast du Wassermann. Wassermann ist die Ideenreichtum. Großartige Ideen, immer im Zeitvoraus. Und ich könnte das so vorstellen, dass in dieser Zeit, in die Schule, du hast immer alles schnell verstanden und du warst schon mit deinen Gedanken in der Zeit voraus. Die anderen waren ein bisschen langsamer. Und es kann dazu führen, dass dir ein bisschen langweilig geworden ist. Und möglich ist es auch, dass die Lehrer dann gesagt haben, du passt doch gar nicht auf, du bist doch gar nicht da. Aber weil du im Gedanken woanders warst. Wassermann zeigt auch Leitigkeit, bedeutet Luftelement. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format nehme. Ich vergleiche das mit einem Baum und das ist sehr passend. Dann ist das das Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir verwurzelt. Hier sind wir unserem Ahnen, unserem Vorfahren, unseren Traditionen, unserem Herkunft, unserem Zuhause und alles, was mit Immobilien zusammenhängt, auch die Inneneinrichtung. Hier hast du die Fische und das gibt dir Basis. Die Tierkreiszeichen Fischen ist die Halt, die Basis, die Fundament in dein Leben. Aber das ist Wasser und wie sollst du dich da festhalten? Das geht nur über Gefühle, weil die Wasserelement und die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement. Das hat mit Gefühlen was zu tun. Und das zum Verstehen, was hier abspielt, muss erklären, dass hier zwei Fische sind und sie schwimmen im Wasser, was unseren Gefühlen symbolisiert. Die eine Richtung ist die ständige Angst und Zweifel und Selbstmitleid und alle leiden mit. Und es gibt sogar Fischengeborene, die genießen das auch und halten daran fest, weil endlich bekommen sie Aufmerksamkeit, bisschen Streicheleinheiten, jeder leidet mit. Eins merken sie aber nicht, dass diesen Gefühlen wie Angst blockiert, geht nichts voran. Und dann kommt noch mehr Zweifel. Die Angst wird immer tiefer, bis zum Depressionen, manche sogar bis zum Alkohol und Drogen. Und dann ist das Endstation. Und wie kommt man da raus? Wie kommt man da raus? Man muss umdenken, in andere Richtung schwimmen, die anderen Fisch wahrnehmen. Und das ist ein Traum. Und hier ist die Reichtum verborgen. Nicht nur die geistigen Reichtum, sondern auch die finanzielle Reichtum. Statistisch gesehen sind die meisten Bankier in Tierkreiszeichen Fischen geboren.
Die schwimmen wortwörtlich im Geld, weil die haben eine Vision davon. Und hier wirkt Jupiter und Neptun. Jupiter ist das große Glück und Neptun lässt die Träume leben. Sie haben davon eine Vorstellung. Die haben eine ganz andere, anderen Zahlen im Kopf. Manche denken in Millionenhöhe. Und die können das auch vorstellen. Die haben dieses Bild und die glauben daran. Die glauben das und die glauben versetzt auch Bergen. Und das, was hier, dieser Reichtum, aber das kann auch geistigen Reichtum sein, dieser Reichtum ist hier verborgen. Man braucht davon ein Bild, eine Vorstellung. Und das aber auch glauben und das Vertrauen und dann loslassen, dann geschehen lassen. Und die wissen auch, das kommt alles, auch wenn sie was verlieren, das kommt wieder alles zurück. Und das ist die ganze Geheimnis. Und wenn du in diesem Urvertrauen bist, das gibt dir die Basis im Leben. Dann weißt du, da kann nichts passieren. Sondern es geht immer weiter und dann hast du dieses Vertrauen und vertraust das Fluss des Lebens. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Und dieser Lebensbereich zeigt die eigenen Kinder, Enkelkinder, aber auch eigenen Kindheit, diese Erinnerungen, auch das innere Kind. Und wir sollen dieses innere Kind auch wahrnehmen, weil wir alle haben mal auch Verletzungen, was in uns ist. Eine Wunde, und diese Wunde wird immer wieder aufgerissen und wir brauchen da eine Heilung. Und dazu brauchen wir dieses innere Kind auch mal um kümmern, zu uns selbst sagen, du hast das so toll gemacht oder ich bin so stolz auf dich. Weil solche Sätze stärken uns innerlich. Außerdem, wir können die Kinder mal bewusst beobachten, wie sie spielen und lernen von den Kindern. Diese Leichtigkeit, diese unbeschwerte Art, weil das hilft oft im Leben, in vielen Situationen. Und dann kommen wir zum Lebensfreude und genau das zeigt hier. Das ist schon die Erwachsenenalter. Auch mal albern zu sein oder über uns selbst mal auch lachen. Warum auch nicht lachen? Ist gesund. Und es ist auch wichtig, diese Art von Lebensfreude. Und hier hast du die Widder. Widder ist kämpferisch. Und im jungen Jahren, in Kindheit, könnte ich das auch vorstellen, dass das oft für dich ein Kampf war. Oder dass du das Gefühl hast, du musst immer wieder dich durchboxen und dich behaupten und immer wieder warst in einer Herausforderung. Aber komm mehr zu dieser Leichtigkeit und nimm die Widderenergie wahr, diese Feuerelement, die Begeisterung und dieser Mut zu haben, all das, was dich begeistert, das lebendig machen. Sie sechsten Lebensbereich ist die Alltag, die Arbeit, die Pflichten und Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Stier. Die Stier ist gemütlich, ruhig und liebt es auch schöne Umgebung. Und das brauchst du im Alltag, das brauchst du auch im Arbeit. Dann kannst du das richtig genießen. Stier ist Genuss, ein Genussmensch. Und du erlebst diese Stierenergie im Alltag oder in deiner Arbeit. Stier hat einen Bezug zum Besitz und auch zum Finanzen. Also entweder ein Bereich zum Arbeiten, wo gemütlich ist. Das kann auch im Bereich Lebensmittel sein, weil Stier liebt auch und genießt auch das gute Essen. Hat auch einen Bezug zum Garten, zum Natur, zum Pflanzen, zum Blumen, aber auch zum Finanzen. Also das wäre auch ein Bereich. Aber wir schauen
auch noch an deine Berufung, die wahre Berufung. Aber so könntest du deinen Alltag gestalten. Außerdem, über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus. Das muss auch berücksichtigen. Venus ist der Planet, die Schönheit, Kreativität und steht auch zum Selbstständigkeit. Das wäre auch eine Richtung, eine kreative Arbeit oder Selbstständigkeit. Jetzt betrachten wir nochmal dein Aszendent. Und das bedeutet, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Zwillinge in Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang. Hier ist die Westhorizont. Wie ein Sonnenuntergang. Die untere Teil, das Horoskop, symbolisiert das Unbewusste. Und die obere Teil ist das Bewusste. Nacht und Tag. Aber in dem Moment, wo du geboren bist, hast von hier in diese Richtung geschaut und das war noch im Gleichgewicht. Wie eine Waageschale, das symbolisiert auch die Tierkreiszeichen Waage. Und hier ist ein Spiegel und das ist dieser Spiegelblick und da erkennst du deinen Seelenpartner. Und in dem Moment der Geburt sieht man das auch. Du schaust in diese Spiegel und die Kinder haben diese Erinnerung noch bis etwa dritten Lebensjahr dann nicht mehr, weil das ist wie Sonnenuntergang, das geht in die Unbewusste. Und hier hast du die Zwillinge. Und damit öffnet sich den Tor zum Liebepartnerschaft. Und wie öffnest du dieses Tor? Das ist die Bewusstsein, was die Zwillinge zeigen. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Königin, Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und sie wurde von dem König aber auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott, Zeus, also göttlich, unsterblich. Die beiden Zwillinge waren immer verbunden. Und dann kam die Zeit, dass Castor sterben musste, und dann ging Pollux zu seinem Vater und sagte, ja, ich möchte auch sterben, ich kann doch meinen Halbbruder doch nicht alleine lassen. Bis jetzt waren wir auch immer zusammen. Und Zeus sagte ihm, nein, du brauchst nicht sterben, Castor auch nicht, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen unsterblich gemacht und hat im Himmel gesetzt und sie leuchten in Zeichen Zwillinge, Castor und Pollux, und sind miteinander verbunden. Und diese Geschichte erzählt uns etwas. Und das bedeutet, wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele wohnt in unserem Inneren. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper mit vollem Bewusstsein, mit voller Erinnerungen und sogar Gefühlen, verlässt die Erde, verlässt Materie und kehrt zum Schöpfer zurück. Und ich könnte das sinngemäß so vorstellen, dass Gott fragt dann, naja, wie war's denn auf die Erde, erzähl mir. Und die Seele fängt an zum Erzählen und das Leben spielt sich ab wie ein Film. Und die Seele schaut es nochmal an. Und Ende des Filmes fragt der liebe Gott, ich kann das nur bildhaft so vorstellen,
ja, wie fühlst du dich jetzt? Und wenn die Seele sagt, ha, wundervoll, das war so toll auf die Erde, ich bin so glücklich, dann hat die Seele sich befreit. Dann kommt diese Leidigkeit, dann hat sich befreit von Karma. Natürlich kommt die Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung. Weil alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann halt in die nächsten oder im übernächsten Leben. Aber die Seele muss das ausgleichen, weil das ist Gesetz, das ist ein kosmisches Gesetz. Das kommt natürlich dazu, ob da diese Gesetzmäßigkeit noch herrscht. Aber mir geht es darum, zum Erklären dieser Reise, dieser Seelenreise. Wenn die Seele Ende des Filmes sagt, oh, ich habe doch gar nicht gelebt, ich habe alles falsch gemacht, mich hat alles bedrückt, das war ein schweres Lebensweg. Und wenn diese Schwere da ist, wir müssen zum Leidigkeit kommen, dann haben wir einen großzügigen Gott und sagt, ja, dann geh zurück und mach besser. Und die Seele sucht ein Schicksal aus, ein Schicksalsweg. Vielleicht nicht das beste, schönste, das leichteste Weg, aber die Seele weiß ganz genau, was braucht und sucht diesen Schicksalsweg aus, was braucht. Manchmal ist das ein harter Weg, aber wir lernen das so schöpferisch gestalten, damit wir zu diesem Leichtigkeit kommen. Und dann kehrt die Seele wieder zurück. Und dieser Schicksal ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und das symbolisiert Castor und Pollux, das Seelische, das Unsterbliche. Das ist Pollux, das ist das Seele. Und die Schicksalsweg, was begrenzt ist, was ein Ende hat, das Mensch zu sein, das ist Castor. Aber die beiden sind doch verbunden. Und hier mit dieser Verbundenheit, dass man die Seelen miteinander verbunden sind, oft erleben wir auch in der Liebe Partnerschaft, dass wir Begegnungen haben und die Seelen fühlen sich auch miteinander verbunden. Genau diese Energie, dieses Bewusstsein, auch diese Leichtigkeit, weil das ist Luftelement, das öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Achter Lebensbereich heißt Tod. Und das hat mit Todesfall und mit erbschaftlicher Situation auch was zu tun, ganz klar. Aber belehrt uns, alles muss absterben, was nicht in unserem Leben gehört, weil das blockiert uns, das schleppen wir immer wieder mit. Das sind falsche Gewohnheiten oder Glaubenssätze oder Kontakte, was uns belastet, oder Gefühle wie Angst oder Zweifel. Und das ist hier die Wandlung. Und wenn wir das verstehen und begeben wir uns auf diesem alchemistischen Prozesse, diese Prozesse des Loslassen, dann haben wir die innere Stärke, die innere Kraft, auch diese Überzeugungskraft. Hier hast du Krebs. Krebs zeigt ein Zuhause. Und nicht nur die Suche nach dein wahre Zuhause, wo du das Gefühl hast, ah, hier bin ich angekommen, sondern das Seelische. Die Seele braucht auch ein Zuhause. Wo ist das? Das ist in unserem Inneren. Das ist ein inneren Tempel. Und wenn wir meditieren, dann kümmern wir uns um unsere Seele. Und dann können wir diese Tempel so gestalten, dass die Seele gut geht. Das muss nicht immer so vorstellen, wie die Tempel gebaut sind. Wir können das auch tun. Das ist Fantasie. Du kannst auch vorstellen, eine schöne Blumenwiese oder ein gemütliches Wohnzimmer. Wichtig ist, wenn du die Augen schließt und Ruhe kommst und suchst diese Momente, dass du in dieser Vorstellung bleibst und versuchst, das bildhaft darstellen,
wie fühlst du dich wohl? Diese Bilder fliegen, dann geht dir seelisch besser. Und das ist hier die Metamorphose, diese Wandlung, was die Krebs auch zeigt. Neunter Lebensbereich sind die Reise, Ausland, Auslandskontakte, aber auch höheren Bildung und Prüfungen und auch die inneren Reise, die Spiritualität und religiösen Themen. Aber ich bin davon überzeugt, wenn man spirituell ist, dann ist mit Gott verbunden, anders geht das gar nicht. Und hier hast du Löwe und das bedeutet für dich, die Reise geht in die Richtung Selbst. Die Selbstwertgefühl, die Selbstfindung. Und das ist der Mittelpunkt. Löwe zeigt auch, über die Tierkreiszeiten Löwe herrscht die Sonne. Und Sonne ist der Mittelpunkt unserem Sonnensystem. Und so sind wir selbst der Mittelpunkt unserem Leben. Die Sonnenzeichen ist ein Kreis und die Mitte ist ein Punkt. Und das kannst du auch bildhaft vorstellen. Du bist in Mitte, dieser Punkt, wie die Sonnenzeichen das auch dargestellt wird. Und ein Kreis um dich herum. Und dann kannst du sagen, das ist mein Königreich, hier bin ich die Königin und das beherrsche ich, das ist doch mein Leben, ich beherrsche meine Gedanken, ich beherrsche meinen Gefühlen, ich beherrsche den Tag, ich beherrsche mein Leben. Und hier dieser Kreis symbolisiert die Grenze und die Menschen, die mir gut tun, die dürfen kommen. Sie sind herzlich eingeladen und die Menschen, die verletzen meine Gesetze, die brauche ich nicht, die sollen draußen bleiben. Das muss abgrenzen. Und das ist diese Kraft, dein Selbst zu beherrschen. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Wenn ich zurückgehe auf dem Bild, ein Baum, dann sind wir in Krone des Baumes. Und hier lernen wir Respekt bekommen. Oder Ansehen oder Anerkennung. In diesem Bereich sind unsere Ziele. Was sind unsere Ziele? Wie erreichen wir unsere Ziele? Was ist unsere Berufung? Wo bekommen wir Anerkennung im Leben? Und auch Öffentlichkeit. Hier hast du Jungfrau. Jungfrau ist bescheiden. Jungfrau braucht nicht diesen Glanz. Jungfrau möchte auch nicht immer im Mittelpunkt sein. Oder in die Öffentlichkeit, das passt nicht so gut zu deiner Berufung. Jungfrau ist dazu bescheiden, aber Jungfrau liebt die Ordnung und ist kritisch und hat auch kluge Gedanken und kann vieles, vieles untersuchen. Das hat dieses analytische Denken und das hilft dir beruflich, das alles ordnen. Und Jungfrau ist auch Heilenergie, das wäre auch eine Richtung. Und wenn du eine Selbstständigkeit startest, und dazu passt ganz gut die Stierenergie hier bei dem Alltag, bei der Arbeit, dann bin ich ganz sicher, dass du nicht voranstürmst, sondern das kannst du aufbauen, Schritt für Schritt, mit Geduld auch, und dass bei dir alles in Ordnung herrscht. Oder kann auch ein Bereich sein, wo du etwas untersuchen musst, Forschungsgebiet oder heilerischer Beruf, passt auch sehr gut zum Jungfrau. Im 11. Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen und Freundschaften. Und wir sollen auch Freundschaft schließen mit unseren Wünschen. Das zeigt auch dir die Schütze-Aszenden, weil das ist die Orientierung. Und in diesem Lebensbereich sind auch Kontakte zum gleichgesinnten Menschen, Gruppen, wie zum Beispiel Vereine oder eine Partei, das zum Gründen oder da Eintreten, da aktiv zu sein. Hier hast du die Waage. Die Waage liebt Harmonie, Ausgeglichenheit und vertritt auch die Gerechtigkeit. Waage liebt auch das Schöne, das Harmonische. Und du bemühst dich auf diese schöne, harmonische Freundschaften. Wenn das entgegenkommt, ein Geben und Nehmen,
und das im Ausgleich ist, dann ist es wundervoll, dann hast du Glück gehabt. Aber wenn du versuchst, dich beliebt zu machen bei anderen und das wird ausgenutzt, dann kippt die Waagschale und du fühlst dich verletzt. Also achte drauf, du musst nicht bei jedem beliebt sein, sondern such die wahre Freundschaften. Und jetzt die 12. Lebensbereich. Hier sind die tiefe Geheimnisse des Lebens. Und hier hast du die Skorpion-Energie. Und Skorpion hat auch mit Gefühlen etwas zu tun, weil das ist Wasserelement, das ist Wandlung. Und das zeigt diese Veränderungen, diese Prozesse. Und das heißt Angst loslassen und übergehen mehr auf den positiven Gefühlen wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit, Liebe. Weil das ist göttlich, das ist die schöpferische Energie. Und mit dieser schöpferischen Energie, mit diesen positiven Gefühlen können wir unserem Leben schöpferisch gestalten. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und das hast hier im 4. Lebensbereich. Sonne symbolisiert dein Selbst, hat auch einen Bezug zu deinem Vater. Und hier ist wichtig für dein Selbst auch eine Basis, ein Fundament in dein Leben, auch ein Zuhause, wo du dich wohlfühlst, wo du das Gefühl hast, hier bin ich angekommen. Mond befindet sich im Stier und das entspricht deinen Gefühlen. Mond steht aber in Verbindung zum Mutterbild. Und hier die Stierenergie zeigt dir, wie wichtig das ist, die Sicherheit, Stabilität, auch die finanzielle Sicherheit. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie setzen wir durch im Leben, aber diese Energie ist männlich, also steht auch zum Mann, der Partner. Mars hast du auch hier im Stier, im 6. Lebensbereich. Das heißt, du musst dich immer wieder durchsetzen in Arbeit, im Alltag. Und da hast du diese Mars-Energie. Möglich ist es auch, dass dieser Mann im beruflichen Umfeld kennenlernst. Das kann auch sein Beruf sein oder dass ihr später zusammenarbeitet. Merkur zeigt die Erinnerungen an die Kindheit, Jugend, weil Merkur steht zu diesem Zeit. Aber nicht nur das, sondern Merkur handelt. Mit Merkur-Energie handeln wir im Leben, ist auch der Planet, der Kaufleute, auch der Diebe. Das muss ich auch noch dazu sagen. Und Merkur steht auch für Wissen, das praktische Wissen und Handlungen, Verträgen, Gesprächen, Kommunikation. Merkur hast du in Fischen, auch hier im 4. Lebensbereich. Jupiter ist der Planet, was etwas vergrößert. Jupiter vermehrt etwas. In unserem Sonnensystem ist Jupiter die Riese, größer wie alle anderen Planeten zusammen. Jupiter ist der große Glücksplanet und schenkt uns Optimismus. Bei dir ist das im Schütze. Und hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun, oder könnte ich das so auch beschreiben, Jupiter begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende immer bei dir. Und das schenkt dir schon Glück im Leben und diese optimistische Haltung. Manchmal neigst du vielleicht dazu, etwas übertreiben. Aber du bist ein Aufstehmensch und das zeigt hier Jupiter. Außerdem, Jupiter fühlt sich sehr wohl im Schütze, weil Jupiter herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze. Venus ist weibliche Energie und zeigt dich als Frau, die Weiblichkeit oder wie du die Liebe lebst. Aber auch deine kreative Art, dein Schönheitssinn, dein Geschmack ist alles Venus-Energie. Venus hast du hier im Widder.
Und das bedeutet, wenn du entdeckst in dir die Kreativität, diese schöpferische Energie und traust es zu, das in Form zu bringen, in Gestalt zu bringen, spielerisch wie die Kinder, dann kannst du das wirklich etwas, dein Werk entsteht hier, deine künstlerische Begabung. Außerdem, hier ist auch die Lebensfreude und diese Liebesenergie zeigt, wie wichtig das ist. Dazu kommt die Widerenergie und das ist feurig, das ist sehr, sehr leidenschaftlich. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Saturn begrenzt uns manchmal und belehrt uns. Saturn befindet sich im Stier und diese Strenge erlebst du im Arbeitsplatz, besonders in jungen Jahren. Saturn belehrt, grenzt ein, ist sehr streng im ersten Lebenshälfte. Und so kann ich das vorstellen, dass für dich gar nicht einfach war, glücklich zu sein im Arbeitsplatz. Mit Stierenergie brauchst du Ruhe und es war nicht immer ruhig. In zweiten Lebenshälfte wirkt Saturn sehr angenehm, weil sorgt dafür, dass da Struktur kommt und Stabilität. Dafür ist Saturn eigentlich da. Uranus ist rückläufig in dein Horoskop und das bedeutet, dass es etwas bremst. Bei Uranus handelt es sich um Veränderungen und das erlebst du so. Wenn größere Veränderungen kommen in dein Leben oder du sollst etwas verändern, das bremst dich einfach. Oder lässt du das da Zeit oder du schläfst die Möglichkeiten ein. Diese Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit und karmische Themen. Uranus hast du im Jungfrau. Und das im 10. Lebensbereich, wenn es um deine Berufung geht. Uranus ist etwas außergewöhnlich, eine außergewöhnliche Richtung und sorgt auch für unerwartete Ereignisse. Und diese Chancen hast du immer wieder im Leben, weil Uranus begleitet dich in diesem Lebensbereich. Aber die Rückläufigkeit kann dazu führen, dass dich das bremst. Dann kommt die Jungfrau-Energie dazu, wo du alles nochmal untersuchst und analysierst. Und andere sind vielleicht schneller und so verpasst deine beruflichen Chancen. Neptun ist auch rückläufig im Horoskop. Das hat auch einen Einfluss auf dein Karma, auf die Vergangenheit in Skorpion. Und hier im Bereich die Geheimnisse. Neptun ist der Planet der Künstler und du hast diese künstlerische Begabung. Aber Rückläufigkeit hier im Schattenseite kann auch bedeuten, dass du das gar nicht zutraust. Obwohl hier die Karma, diese Rückläufigkeit, besonders im 12. Lebensbereich, zeigt ein Talent in dir, was du schon in früheren Leben schon gemacht hast. Und das heißt, du bist der Meister. Pluto ist auch rückläufig. Pluto sagt alles oder nichts. Bei Pluto gibt kein vielleicht mal sehen. Das kennt Pluto nicht. Pluto konzentriert auf dem Wesentlichen und lässt alles absterben, was diese Energie, diese Kraft raubt. Und das ist die innere Kraft, die Überzeugungskraft. Und das hast du auch hier im Jungfrau. Und Pluto belehrt dich oder zeigt dir, lebt deine Berufung und sagt alles oder nichts. Ich setze alles auf eins. Entweder das oder gar nichts. Das ist Pluto-Energie. Es gibt in Astrologie eine Drache. Nicht nur in Astrologie, sondern in vielen mythologischen Geschichten auch. Auch im Himmel gibt es Sternbild Drache. Im Horoskop haben wir das auch und dieser Drache ist getrennt. Die Kopf wurde abgeschnitten und wir kennen nur die Körper ohne Kopf.
Und dieser Körper nennt man Ketu oder absteigende Mondknoten. In diese absteigende Mondknoten, wo du die karmischen Erfahrungen gemacht hast, dieser Lebensweg bist du schon gegangen, das ist im Krebs, im 8. Lebensbereich. Und das bedeutet, die Familie, Familie war wichtig, Krebs ist familiär und dann auch Todesfälle oder, das ist auch 8. Lebensbereich, dass du das Altes schon erlebt hast oder du hast immer die Kraft, etwas aufgeben, damit du dein Zuhause findest im Leben. Dieser Drache hat einen Kopf und wie ich schon sagte, dieser Kopf wurde abgeschnitten und das kennt die Seele nicht. Und die Seele sucht das. Die Seele sucht, oh, wo ist dieser Kopf? Ich brauche das. Und dieser Kopf, dieser Drachenkopf hast du im Steinbock. Genau das, was du brauchst. Du kennst es noch nicht, aber du brauchst es. Diese Steinbock-Energie. Und da sind die Werte, Wertschätzung und Finanzen. Um die Finanzen kümmern. Hier hast du Erfahrungen gemacht. Krebs ist familiär. Das kann auch bedeuten, dass dir wichtig war die Besitz, aber du hast das verteilt in Familie und bei dir blieb nicht viel übrig. Oder hast du verzichtet auf die Erbschaft und die Finanzen waren nicht so wichtig. Und jetzt lernst du, mit Geld umzugehen und sagen, das ist meins, das nehme ich in Besitz. Und das ist hier die Ziel. Steinbock bedeutet, du brauchst Ziele. Und hier handelt es sich um Werte und Finanzen, dass du um diese Ziele, diese Art Ziele verfolgst und verzichtest auf nichts und verschenkst du das nicht. Weil das, was deine Seele braucht zum Lernen. Unserem Planet Erde heißt in Mythologie Gaia. Gaia bewegte sich in dein Geburtstag in Jungfrau. Hier im 10. Lebensbereich. Und das heißt, hier manifestiert sich etwas. Und das bedeutet deine Berufung leben. Das verwirklichen und um die Finanzen kümmern. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Und dazu gibt es eine mythologische Geschichte und das erzähle ich. Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön, jung, unschuldig. Ein Mädchen in Pubertät, könnte man sagen, das ist die Morgenröte. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst doch meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten. Zwar alle ihre Geschwister. Und dem Mond blieb nichts anderes übrig. Mond heiratete alle Frauen, alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und jede Frau ist anderes. Und natürlich ist das Astrologie und die Beschreibung kommt von Fixsternen. Dein Aszendent ist Schütze und befindet sich im Mondhaus Urvashada. Und das heißt für dich persönlich, leb deine Persönlichkeit, leb deine Wünsche. Das ist die Zentrum, das ist die Fokus, das ist das Wichtigste, das ist die Richtung, was du erreichen sollst. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und dieses Mondhaus heißt Uttarapatra
Und dieses Mondhaus erzählt, reinige deine Gedanken, reinige deine Gefühle. Immer positiv denken, angstfrei leben und vertraue das Fluss des Lebens. Und geben und nehmen muss im Gleichgewicht sein. Dein Mond im Stier, hier, befindet sich im Mondhaus Rohini. Rohini war die große Liebe des Mondes. Und hier dein Gefühl sagt es auch, Mond hat mit unseren Gefühlen zu tun. Das ist auch Empfängnis, Mond empfängt etwas. Du wirst die große Liebe deines Lebens empfangen. Mars befindet sich im Stier, hier, und dieser Mondhaus heißt Kritika, und das steht in Verbindung zum Plejaden. Die Plejaden und die Hyaden, die sind die Töchter von Atlas. Die Plejaden sind 7 Geschwister und die Hyaden sind 7 Geschwister und die sind Halbschwester. Und die weinen, das sind Tränen. Man nennt auch Regengeschwister, weil sie verkünden die Regenzeit. Also hier regnet und die beiden, die Hyaden und die Plejaden, diese Geschwister bilden sich den goldenen Tor, die Ekliptik. Die Ekliptik ist die 12 Tierkreiszeichen. Und hier im Grenzbereich zwischen Widder und Stier, Widder symbolisiert die Begeisterung und Neuanfang. Mit Widder-Energie starten wir etwas und übergehen wir im Stier. Und Stier ist Erdeelement, da manifestiert sich etwas. Das wird schon Realität, was wir vorhaben. Und wir müssen durch diesen Tor, wir müssen durch diesen goldenen Tor, die Ekliptik. Und genau das erzählt Frau Holle, diese Märchen, Frau Holle beschreibt das auch bildhaft, sehr schön. Hier entscheiden wir uns mit unserer Einstellung im Leben. All das, was wir vorhaben, glauben daran oder zweifeln wir daran? Sind wir die Verlierer im Leben oder sind wir die Gewinner im Leben? Sind wir die Goldmarie oder sind wir die Pechmarie? Genau das regnet auf uns. Und hier ist wichtig diese Einstellung. Und hier hast du die Mars-Energie und Mars setzt etwas in Bewegung. Egal, was du in Bewegung setzt in dein Leben, brauchst diese Einstellung dazu. Immer auf die Frau Holle denken, immer positiv denken und davon überzeugt zu sein, du brauchst diese Kraft. Da regnet da Gold. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen im letzten Mondhaus und das heißt Revati und das bedeutet, alles was du beginnst, sollst du im krönenden Abschluss bringen, deine Ziele erreichen. Jupiter ist im Schütze und dieser Mondhaus heißt Mula und bedeutet Wurzel, Fundament und das sind deine höheren Wünsche und Ziele. Venus befindet sich im Widder und dieser Mondhaus heißt Parani und Parani symbolisiert die Urkraft, die Urmutter und das heißt dieser Urvertrauen und das ist wie eine Neugeburt und das erlebst du in die Liebe Partnerschaft. Du brauchst dieses Gefühl, dieses Urvertrauen. Saturn ist im Stier. Hier. Und dieses Mondhaus heißt auch Kritika und hat einen Einfluss von Plejaden. Das ist die goldene Tor, die Ekliptik. Und Saturn ist der große Lehrmeister, das was du lernst im Leben. Denk immer auf die Märchen Frau Holle. Das hilft dir bei deiner Einstellung. Uranus ist die Jungfrau hier. Und dieser Mondhaus heißt Chitra und bedeutet Balancepunkt. Du brauchst die Gleichgewicht und wird von Spica bestrahlt. Spica, dieser Stern, wurde bei Römer verehrt. Das ist die Weizenähre der Jungfrau und das bedeutet Ernte. Man braucht dazu Geduld, aber diese Ernte kommt. Neptun befindet sich hier in Skorpion und dieser Mondhaus heißt Anuradha
Und die indischen Astrologen sagen zu diesem Mondhaus auf Elefanten reiten. Und dieser Elefant ist ein Symbol für Glück, Wohlstand. Und das kannst du erleben, wenn du die Neptun-Energie berücksichtigst. Und das zeigt deine Träume, wenn du deine Träume lebst. Dieses Mondhaus Anuradha wird von Akrab bestrahlt. Akrab ist ein Stern im Tierkreiszeichen Skorpion überhalb von Auge. Und die indischen Astrologen sagen, das ist die dritte Auge. Und das hat mit Spiritualität, mit Hellsichtigkeit auch was zu tun. Pluto befindet sich hier im Jungfrau und dieser Mondhaus heißt Uttarapalguna und das bedeutet, es kommt die Zeit der Ernte und das erlebst du im Beruflichen oder in Öffentlichkeit. Ketu, hier die absteigende Mondknoten im Krebs, befindet sich im Mondhaus Pushya und das bedeutet tiefe Intuition und das Gefühl zum Haben, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Dein Rahu, dieser Drachenkopf, befindet sich hier im Steinbock und dieser Mondhaus heißt Uttarashada und sagt, du brauchst Ziele, höheren Wünsche. Jetzt noch etwas Tibetisches und das zeigt hier dieses Bild, was in Verbindung ist mit dem tibetischen Astrologie. Wenn du nach außen deine Energie zeigst, dann brauchst du die Wasserelemente, also intuitiv handeln und verspüren, so wie hier dein Ketu auch sagt, die richtigen Augenblick im richtigen Ort zu sein. Das sagt dein Gefühl, also vertraue dein Intuition. Und dann kommt die Holzelemente dazu, eine langsame Wachstum, aber bleib im Vertrauen, du brauchst Geduld und Ausdauer. Die beiden Zahlen erzählen etwas von deiner Persönlichkeit. Du sollst auf deine eigene Intuition vertrauen, weil dann kommt auch dieses Wachstum. Wenn du aber zweifelst oder das machst, was die anderen dir vorschreiben, dann stoßt du in deine eigenen Grenzen. Dein Körper hier zeigt dir diese blaue Farbe, die Wasserelement, die Gefühle, du bist sehr, sehr gefühlsvoll, auch sehr intuitiv. Dann hast du ein bisschen Feuerelement und das zeigt dein Temperament, auch deine Begeisterung und die Gürtel. Das ist die Erdelement, das, was dich umhüllt, was dich umgürtelt. Das ist die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, auch nach finanzieller Stabilität. Und wo sitzt du in diesem Baum? Und das symbolisiert die Wünsche, deine Sehnsüchte. Das gibt dir die Halt. Und natürlich die Holzelement, wie oben auch, dieser langsame Wachstum. Du bist redegewandt. Du machst sehr viel Gedanken über Probleme und Sorgen. Aber du kannst es auch lösen. Du hast immer wieder eine Lösung. Du liebst das Leben zu genießen. Du hast tolle Ideen. Und du hast auf allen Problemen immer eine Lösung. Deine Glückszahl ist hier die Zahl 7 in Feuerelement. Und das bedeutet, deine Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen und aber auch aktiv sein. Und mutig zu sein, das auch starten. Dein zentrales Thema ist die Zahl 1 im Metallelement und das bedeutet dein Selbst, da die Reinigungsprozess, Metallelement reinigt etwas. Manchmal eine kühle Haltung. Du bist hier sehr gefühlsvoll, aber eine gewisse Distanz, kühle Haltung unterstützt dich im Leben. Dein Schicksalszahl ist die Zahl 4 im Erdeelement und das sind deine Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Stabilität, Struktur, auch nach die finanzielle Sicherheit und hier hast du karmische Themen, die Finanzen in Ordnung bringen, das Befestigen. Liebe Enara, so könnte ich dein
Horoskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.